Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Nachdem wir beim letzten Mal ja den Kampf gegen das Biest hatten, den ich am Ende dann ja auch nochmal gemacht und auch gewonnen habe, was auf jeden Fall nicht so gedacht ist. Danke, Palmarin. Ja, unser guter Freund, der andere, von dem ich den... Nee, warte mal, war das nicht Palmarin? Der andere, ne? Ist ja jetzt hinüber, glaube ich. Fürchte ich. War ein guter. Oh, servus. Mein Herr, ein Brief für dich. Gib her. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Hä, warum soll ich ihm keine 5 geben, Junge? 5 ist legitim gar nichts. Mein lieber Geralt. Hoffentlich geht es dir gut. Du bist bestimmt wieder einem bösen Monster auf der Spur. Oder vielleicht einem komplizierten Fluch? Oh, Geralt, ich wünschte, ich wüsste es. Was dich auch immer in Atem hält, vielleicht brauchst du ja eine kleine Pause. Zu diesem Zweck verrate ich dir ein interessantes Geheimnis, auf das ich in einem alten Manuskript gestoßen bin, das ich einem Händler aus Nazair abgekauft habe. Der Autor des Wälzers behauptet, dass ein gewisser Professor Moreau einst Beauclair sein Zuhause nannte. Und dieser Professor hat Hexermutationen erforscht. Viel mehr weiß ich leider nicht, aber ich denke, das dürfte dein Interesse geweckt haben. Im Buch wird ein Tagebuch erwähnt, das mit dem Gelehrten nach dessen Tod begraben wurde. Es könnte zu seinem Labor führen. Ich lege dir eine Karte bei, die ich im Folianten gefunden habe. Sie ist an einigen Stellen unleserlich, wird dir aber hoffentlich trotzdem nützen. Ich habe das Gefühl, dass die Sache wichtig ist. Bitte sei vorsichtig und komm schnell wieder zu mir zurück. Deine Triss. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Meine Güte, diese Stimmlage war gerade so hoch professionell. Brief von Triss. Okay, spannend. Nee, das wollte ich nicht. Was ist das da? Herzoglicher Kämmerer. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, was wir heute machen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zum Anschlagbrett und gucken uns das an. Let's go. Den Anschlagbrett immer gut. Ob ich da jemanden hätte zusammenschlagen können, hätte mir gefallen. Kann ich hier aber hier durchlaufen? Neue Markierung, Anschlagbrett. Die war schon vorher da, aber okay. Servus! Ankündigung eines Faustkampfturniers. Starker Mann, du denkst, dass du unbesiegbar bist, weil du deinen Schwager vermöbelt hast? Gehen dir die Nachbarn aus dem Weg? Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du um den Titel des Faustkampfmeisters von Beauclair mitkämpfst. Besiege 3 Champions, bevor du die Ära gehst, gegen den Maestro selbst anzutreten. Weitere Informationen erhältst du beim Buchmacher in Saint-Sébastien und bei den Docks. Bewaffnete Eskorte gesucht. Wir suchen bewaffnete und kampferprobte Personen, die uns gegen vernünftige Gebühr zu Forschungszwecken in die Albortus-Höhle begleiten. Die Ritter behaupten, die Höhle sei sicher, daher handelt es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme. August, Lucien und Hugo Monard. Auftrag: Großmeister Rüstungsschmied. Meisterschmied in Beauclair sucht tapferen Mann, um verschollene Schemas zu finden. Der Auftrag ist sehr gefährlich und wird entsprechend bezahlt. Gesucht: diskreter Spezialist. Gesucht: Fachmann, meine Güte, Fachmann, der das Mysterium um Reginald de Aubrys Denkmal untersucht. Anforderung: höchstes Arbeitsethos? Ist es nicht höchster Arbeitsethos?
Höchstes Arbeitsethos, absolute Diskretion und Erfahrung mit übernatürlichen Umständen. Außerdem wünschenswert, tadelloses Auftreten, ästhetisches Empfinden, Kenntnis in moderner Bildhauerei. Nähere Details bei Roland de Falcoisier, Kurator für Kunst- und Sammelobjekte. Auftrag: Radau auf dem Friedhof. Da sich vom Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setze ich das Schreiben nun selbst auf. So kann es nicht weitergehen. Dieser höllische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt was dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Bouquet hat berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält und sie wohnt weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls es einen Hexer gibt, der diesem Geschrei, Gejammer und Gezänk ein Ende bereiten kann, bezahle ich ihn aus eigener Tasche. Einfach im Schlauberger nach Charles Lanzon, nein, Charles Lanzano fragen. Das bin ich. Und beweise dich bei den Tugendproben. Werter Leser, die Jahre vergehen, doch alles Gute und Schöne braucht noch immer Verteidiger. Komm auf die Insel im Lac-Selavi. Selavi? Im Lac-Selavi und teste bei den Proben deine charakterliche Eignung. Bestehst du, sollst du belohnt werden. Scheiß doch auf alles. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Anzweifeln, Bruder, anzweifeln. So, wir haben arschvoll neue Quests. Das machen wir erstmal jetzt nicht, ne? Mit Regis treffen wir uns erstmal in ein paar Parts. Ich würde mal kurz gucken, ob das hier um die Ecke ist, zufällig. Ja, guck mal, hier sind 80 Sachen. Ich würde sagen, wir spielen heute Gwent. Gwent, wie auch immer. Oh, mächtige Eier aus Granit, bitte. Was? Vater weiß es eben nicht. Wilder Wolf, okay. Ach, hier ist. Er liegt einfach besoffen vor der Tür. Bis dass der Tod euch scheidet. Haben wir es denn jetzt mal? Nein, es kann nur einen geben. Waren das alles Quests? Das war echt viele, ne? Mehr als ein Meister. Danke. Dann wollen wir doch mal... Gönn. Gönn. Stehen draußen. Okay, dann wollen wir doch mal gemütlich Gwent spielen. Hallo, Parfümeur. Holla, ein Hexer. Endlich ein richtiger Kunde. Sag, was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Wie läuft das Geschäft? Ah, die Kasse stimmt, aber unter uns, ich langweile mich zu Tode. Ich weiß, was meine Kunden wollen, bevor sie den Mund aufmachen. Glatzköpfe wollen Birkenharz, Damen wollen, was immer Anna Rietta gerade für ein Parfum verwendet. Wenn nur mal einer was Giftiges bestellen würde. Ah. Ja, da kann ich dir nicht weiterhelfen, aber... Ach, nur um 50, ist ja auch scheiße. Voll geil, dass man hier so viel Geld spielen kann. Stimmung für eine Partie Quint? Ehre. Ich glaube, wir haben nichts Neues gekriegt, leider. Ich verstehe nicht, dass ich vorher nicht sehen kann, welches Deck er spielt. Viel schade. Er spielt Skellige. Klar. Nee, gar nicht wahr. Haben auch schon andere Nilfgaard gespielt. Okay, das ist super. Das ist auch gut. Wir haben nur zwei richtig gute Karten, okay. Ich würde die hier weggeben. Würde ich nochmal versuchen. Ach, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, ey. Schade. Rittersporn. Ich weiß natürlich nicht, ob Skellige auf Spion-Ehre Spione geht, ne? Oh, okay. Scheinbar zumindest ein bisschen. So, bitte keine von denen noch. Sehr schön. Bitte keine von denen. Ich habe keine Ahnung, was die zweite war. Skellige hat scheinbar viele Karten, die... Ah, wobei, das hier ist ja eine allgemeine Karte, ne? Er hat doch nicht gepasst, okay.
Ich hätte eigentlich gern, dass er da mit einer Finte wegkommt. Was mache ich denn jetzt mal? Ich spiele mal schlechte Karten aus. Und Triss ist leider eine echt schlechte Karte. Ich dachte, der holt seine Mates, aber nee, der kann sich nur verwandeln, ne? Will ich noch nicht spielen, weil ich noch nichts auf dem Friedhof habe. Ich hoffe gleich, dass er mir noch ein Ding ins Rein drückt. Was machen wir denn jetzt mal? I guess. Okay. Schöne, sehr starke Karte von ihm rausgebaitet. Hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle. Komm, gib mir doch mal endlich meinen Scheiß wieder, hm? Nö. Komplett gewastet, by the way. Ja, was kann er eigentlich? Ah, okay. Gute Karte. Yo. Das ist strong. Da habe ich jetzt auch leider nichts gegen. Will ich ihm noch einen rausbaiten? Eigentlich schon, ne? Ich meine, nur noch 5 Karten. Okay, er muss jetzt auf jeden Fall noch mindestens eine Karte spielen. Ich passe. Er spielt Ceres, okay. Damit hat er gewonnen. Wow! Ceres ist eine sehr starke Karte. Ehre. Das war optimal, dass er mir die hingelegt hat. Na komm, spiel mal. Und jetzt legt er mir noch eine hin, das ist nicht so gut. Ich habe nämlich keine Finte mehr. Schade. So. Okay, ich habe 6. So, damit hatten wir gewonnen. Schade. Das habe ich nicht verstanden. Warum ist das passiert? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Wir bauen mal langsam auf. Ja, okay, alle wieder in die... Hä? Ah, okay, die ganzen Dingenskarten natürlich nicht. Gut. Aber gut. Was hat das jetzt gebracht? Achso, wir können natürlich keine Karten mehr ziehen. Ja, okay, aber hätten wir eh nicht gekonnt. Finde ich die Karte Plötze. Warum hat seine Cirilla Plötze rufen? Also, weil das eine skellige Karte ist, ja okay, aber... Also, das ist nicht mehr eine skellige Karte, ne? Mhm. Ja, nach 2 Karten hat verloren. Wobei das eine ziemlich starke Karte ist. Okay, das heißt, er bräuchte die Karte nochmal für die Reihe. Wie viel kriegen wir denn insgesamt, wenn wir das jetzt machen? Nicht so viel, ne? Ah, 90. Ist okay. Ja, Ehre. 100 Kronen und eine schöne Karte. Leichtes Langschiff. So, zu welchem lassen wir uns jetzt gerade führen? Zum nächsten, okay. Treiben wir da mal kurz hin. Wie gesagt, heute kleiner Part Gewinnspielen.
Ich hab keinen Bock. Pass gut auf dich auf. Ja, ja. Ich muss sagen, reines Gewinnspiel sehe ich nicht. Gibt's ja auch. Entschuldigung, habt ihr das Licht mal ausgemacht? Servus. Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nö. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. Also, wenn es die beste Herberge wäre, dürfte ich mit dem Messer auf jeden Fall in den Zähnen pullen, ne? Ja. Natürlich all in. Scheiße, ich muss mit denen auch allen handeln, ne? Ich weiß, du hast zu tun, aber ein Ründchen Gwind? Könnte ja sein, dass sie Gwindkarten verkaufen. Mist. Let's go. Optimal. Das ist nicht optimal, aber ist okay. Das ist nicht gut. Scheiße. Ich überlege, die wegzutun oder die, und ich glaube, ich tue die weg. Ja, das ist nicht optimal, bin ich ehrlich. Ich spiele mal aggressiv. Yo! Einfach der krasse Ficker, ey. Kriegst du den noch dazu? Bitte nur einfrieren? Ach, schade. Ich bin Monster, habe ich schon gesehen. Ne? Hm. Er hat sehr viel bessere Chancen als ich. Ich könnte jetzt unsere Chancen auf 0 setzen. Hätten wir aber weniger Karten als er. Meine Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist, wenn ich... wenn die Karten hier auf dem Friedhof liegen und ich wieder so eine spiele, spiele ich die auch wieder aus? Nee, ne? Ein Kartensatz, nee, nicht auf dem Friedhof, okay. Ich glaube, die Runde werde ich verlieren. Holt wieder 25 Leute. Ja, ich glaube, ich verstärke die jetzt hier und beende. Ja, es lohnt sich für mich nicht weiterzumachen. Eigentlich nicht, ne. Ach, scheiß drauf. Die Runde werde ich verlieren. Heute übrigens etwas längerer Part, weil, ne. Ich hätte echt gerne einfrieren gerade. Aber ich habe leider kein Einfrieren. Aber er schmeißt halt im Endeffekt gerade alle seine Karten raus, ne? Das ist Ehre. Also es ist tatsächlich nicht gut. Was mache ich jetzt? Zack, weg. Jetzt habe ich die nämlich auf der Hand. Kann die wiederholen. Bitte haben die beiden anderen auch 6. Ja, die beiden anderen haben auch 6 Ehre. Weg. Schade. Ich hätte abwarten sollen. Aber immerhin nur eine. Das könnte mir jetzt noch ein paar gute Karten bringen, aber können mich auch ficken. Nee, er hat mir gute Karten gebracht. Ehre. Pass auf, ich bräuchte 10. Habe ich noch irgendwas Gutes im... Nö. So, das heißt, ich spiele die. Passe. Es ist perfekt, dass die nicht weggemacht worden ist. Wir legen erstmal schwach. Das ist nicht gut. Ehre.
So. Und wir haben gewonnen. Komplett irrelevant, was ich lege. Was passiert, wenn ich sie lege? Das ist jetzt eine reine Probe. Ich darf nochmal legen, das ist halt optimal. Okay. Ehre. Drein Bondu, was auch immer das ist. Scheiße, hier mit Karten, ey. Das ist jetzt ärgerlich, weil ich habe keine Ahnung, wo ich eben war. Bis spät. Trinkt und seid lustig. So sprach der Prophet mal. Ja, der Prophet, genau. Deine Stimme kannte ich irgendwoher. Scheiße, wo war denn der? War das hier? Das war hier. Alter, ich hab's wiedergefunden. Ich bin gerade richtig stolz auf mich. Ja. Nichts. Okay, was sind das? Trank der Leerung. Ja, okay. Was ist das hier? Rezepttransmutation. Ja, interessiert mich eigentlich nicht. Okay. Brauche ich erstmal alles nicht. Ich muss... So. Ich würde sagen, wird heute mindestens ein 30-Minuten-Part. Bisschen Gewinn spielen. Okay, wenn du das sagst. Okay. Servus. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Und mich? Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Ehre. Wo wir gerade von Geld reden... Meine Untergebenen berichten von deinen heroischen Taten. Bitte nimm diese Kompensation für deine Mühen, guter Herr. Wie viel habe ich jetzt gekriegt? Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin Anna Henrietta schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Ehre. Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Ja, hört sich gut an. Erstmal Runde Gwind. Um eben diesen Satz. Du spielst wohl nicht zufällig Gwind, was? Ich würde sagen, er spielt auch Königliches, also nördliche Königreiche. Nee, er spielt Nilfka, das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Bei Monstern hätte ich nicht gesehen. So, das ist gut, das ist auch gut. Leider nur ein... Dingens. Aber Karten an sich sind sehr gut. Weil ich glaube, ich scheiße auf den hier. Ja, Ehre, Beste. Perfekt. Das wollte ich nicht. Ich bin komplett dumm, ich wollte ihn klicken. Das ist auch schön. Kann ich wiederbeleben. Dann spielen wir eventuell doch erstmal so, dass wir hier gewinnen. Wie meine ich es am besten? Dafür haben wir natürlich nicht viel. Komm, wir geben ihm mal eine. Das ist auch gut. Wir haben aber keinen zweiten zum Wiederbeleben. Noch nicht. Können wir aber kriegen. Komm, dann kriegt er erstmal alles. Ehre. Gegner passt. Ich habe leider keine Finte, um die beiden schon reinzuholen. Beziehungsweise ich habe mir wahrscheinlich eher einen von denen reingeholt. Gut, ich würde sagen, wir
beenden. Genauso viele Karten wie er und holen uns noch mehr. Ehre. So, dann holen wir uns mal die zweite. Ehre. Das ist ja schön, dass du das machst. Was machen wir denn jetzt mal? Hier, der ist schon wertlos, weil der keine Mates mehr hat. Was kannst du eigentlich? Ah, unsere Anführerfähigkeit ist wirksam. Wirklos. So, was machst du jetzt? Andere Karten droppen, okay. Ein Zehner? Könnte man machen, ne? Hm. Schade, Leto. Den hätte ich gern mitgefickt. Pass auf. Bam. Ah, komm, wir baiten erstmal schön alle seine Karten raus. Ich hatte gehofft, der spielt noch eine Zähne. Bin ich ehrlich. Ich kann die nicht legen, dann sind es Sonnenzähne. Wir baiten nochmal mit Triss. Und wenn jetzt nichts mehr kommt, dann gibt's jetzt. Ja, Ehre! Abwarten hat sich gelohnt. Weg. Okay, wir machen das jetzt. Feierabend jetzt. Wobei er könnte verbrennen haben, dann verlieren wir auch die. Ja, okay, das macht nichts. Pass auf, das mache ich nicht nochmal. Habe ich erwartet. Ja, wir haben gewonnen, Ehre. Ja, wir haben gewonnen. Feierabend. So. Gegrüßt, Ritter. Ganz Beauclair redet von deiner Tapferkeit und Entschlossenheit. König Bran. Damit hast du Anspruch auf Kompensation. Hier unterzeichnen, bitte. Was verkaufst du? Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst, meine ich. Verkaufst du auch ein paar Karten? Nö. Was ist das? Notiz, Plunder. Kann ich mal lesen, okay. Gut, der verkauft einen Arsch voll Bücher. Ja, sehe ich mich jetzt gerade nicht. Ist das da? Auch Buchplünder. Gut. Bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Also einen würde ich auf jeden Fall gerne noch machen. Ganz ruhig. Ist das die nächste? Ja, Ehre. Ja, weiterlaufen. 100 Kronen. 100 Kronen haben wir erhalten dafür, okay. Du stehst im Weg. Achso, warte mal. Da ist die Tür sogar schon. Servus, wer bist du denn? Hat dich beklaut. Sacre bleu. Was für ein Fetzen. Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Wie bitte? Keine Ausreden. Was du brauchst, ist eine neue Garderobe. Mein Salon steht dir offen. Bitte, komm rein. Damit ich wie so ein Lackaffe aussehe wie du, auf keinen Fall, Bruder. Let's go. In Stimmung für eine Partie Gwind? Ja, haben wir irgendwas Neues erhalten? Wir haben ein paar neue Karten gekriegt, ne? Aber nichts, was alle spielen können scheinbar. Schade. Let's go, er spielt auch Nilfgaard. Hat auch die Fähigkeit, uns zu blockieren. Okay, müssen wir uns merken. Das ist ein sehr gutes Blatt, würde ich sagen. Damit gehen wir rein. Gönn mal erstmal neue Karten.
kann ich mit leben. Das ist nicht gut. Das ist schon mal Ehre. Ich glaube, das ist die beste Karte, die wir finden können. Weil es halt eine Einser ist. Pass auf, du kriegst das noch. Dann kriegst du das noch. Dann kriegst du das. Müsste jetzt 4 sein, genau. Und dann spielen wir eine 6er. Und sind durch. Eine 5er hatten wir nicht. Gut. Schön. Ja, spiel ich all in, ne? Bumm. Ach, das ist ja nicht, ja, ich bin dumm. Oh nein, er hat unsere gute Karte verbrannt. Was soll ich nur tun? Okay, hat er auch. Hat er echt so wenig Dingenskarten? Ich erwarte die ganze Zeit weitere Verbrennungskarten, wenn ich ehrlich bin. Pass auf. Machen wir mal so. Meine Güte. Ja, kriegt er einen wieder, okay. Kann ich mit leben. Pass auf. Ehre, darauf habe ich gewartet. Warte ich noch einen? Ich glaube, ich warte noch einen. Aber ich kann das nicht auf die spielen. Hm. Scheiße. Ich hab's erwartet, aber. Na, ist ja eh egal. Ich würde sagen. Wir können uns die wiederholen, ne? Ja, können wir machen. Die da bitte. Ja. Einfach zum Ablenken. Okay. Er hat, denke ich, verloren. Ich muss passen. Wenn er jetzt verbrennt, das ist natürlich scheiße für uns. Hat er nicht, Ehre. Das war's. Schön, 2 Runden gewonnen. Ah. Junger Berserker. Okay, der verkauft hässliche Scheiße. Aber endlich mal Buklärhosen, keine Nilfgaarder Kackklamotten. Ihr könnt mir auch übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, welche die besten Händler hier in Buclair sind. Würde mich nämlich schon jucken. Wir machen Abgang. Meine Fresse, du stehst im Weg! So. Ja, ich würde sagen, einer geht noch, oder? Etwas längerer Part, aber dafür haben wir heute auch nur Gwind gespielt. Schöne kleine entspannte Runde. Gewinnt nebenbei muss aber auch mal sein, finde ich. Passiert halt heute echt nicht viel, aber. Es ist hier unter. Servus. Servus.
Guter Freund, sieht in einer Bar aus. Sei gegrüßt und willkommen, Herr. Toussaint ist die Heimat der besten Weine der Welt. Und ich habe die besten Weine in Toussaint. Hört sich gut an. Erstmal eine Runde Gwint, würde ich sagen. Zack, let's go. Lust auf eine Partie Gwint? Meine Preise sind die besten. Und ja, ich gucke das jedes Mal durch. So, was können wir wegwerfen? Das ist zwar gut, aber na, schwierig gerade. Er spielt Skellige, wenn ich das richtig sehe. Na, das war ein fairer Trade, aber nichts Gutes. Trachtprügel. Er kriegt das mit denen reingedrückt. Ah, die gibt's also auch als Dingenskarten. Warum ist ein Bär eigentlich eine Fernkampfkarte? Ich hinterfrag's nicht. Gegner passt schon. Wir brauchen 11. Wir können nicht 11 spielen, scheiße. Das heißt, wir müssen 2 spielen. Können wir auch so machen. Dann können wir jetzt nämlich eine schwache Karte spielen. Zack. Und gewonnen. Jetzt hat er wahrscheinlich eine Wiederbelebungskarte, wodurch er uns einen reindrücken kann. Ne, er hat eine, die 48 Leute ruft, okay. Oh, nur 2. Gut, was machen wir? Ich würde sagen, gucken, was für Karten wir da herkriegen. Okay, die Skellige-Karten haben irgendwie alle lustige Plätze dabei, warum auch immer. Ja, meine Güte. Ach, jetzt auf einmal hat er doch welche, okay. Gut, wir können nicht verbrennen spielen, wenn wir uns selbst mit ficken. Gucken einfach, was er macht. Jetzt wiederbelebt der Dingens. Ah, doch, okay. Wollte er vorher nur nicht spielen. Gut. Ich würde sagen, mit den Karten auf der Hand gegen 8 zu gewinnen ist anspruchsvoll. Ja, wobei, wir sind gerade sogar noch im Vorteil, ne? Wir sollten das jetzt nicht mal ändern. Die und die Karten spielen wir gerade dumm. Ich hoffe, dass er gleich was spielt, was 10 macht, dass ich das wegspielen kann. Was zum Fick? Ah, okay. Gut. Die kann er wahrscheinlich irgendwie töten. Schätze ich mal. Ich kann jetzt Plätze halt wegmachen. Ja, scheiß drauf. Was ruft Ceres? 4 von den Damen. Okay. Yeah! Verpiss dich mal! Bam! Die ist ja mega strong, Alter. Ja, Platz liegt schon. Die Karte zu spielen wäre jetzt gerade richtig dumm für mich. Ich hätte verbrennen auf die spielen sollen, ne? Scheiße. Ich muss hoffen, dass er nichts mehr hat. Der hat 5 Karten noch. Ich glaube, der fickt mich jetzt. Ja, der fickt mich wirklich. Gewonnen. Ja,
Und dadurch kann ich nur noch verlieren. Ja, hä? Wird ein Draw, wa? Ja, wird ein Draw. LOL. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Unentschieden. Das müssen wir nochmal spielen. Okay. Wird ein sehr viel längerer Part. Sehr schlechtes, sehr schlechtes Startding. Okay, das ist sehr wichtig gegen ihn. Das ist semi-wichtig. Das ist auch sehr wichtig. Weiß ich noch nicht. Hallo! Okay, Doppelklick funktioniert nicht mehr. Ich würde die wegwerfen. Den habe ich gekriegt. Okay, das war gut. Tatsächlich war das sehr gut. Wasser verbrennen habe ich gekriegt. Ich habe es nicht gesehen. Bin mir unsicher, was Wasser verbrennen ich gekriegt habe. Nicht ehrlich. Ich spiele erstmal ein bisschen auf Zeit. Und holt Plätze aufs Feld. Irrelevant, weil Plätze komplett ungefährlich ist. Hat sich den leider nicht gesnackt. Macht das jetzt Sinn? Kann ich eher die Hilfe verdeppern, ne? Weg. Der ist ja mies. Der kann das zweimal machen mit. Ich brauche Rittersporn, Alter. Woher kriege ich Rittersporn? Frage für einen Freund. Stärkste Karte auf dem Spielfeld ist gerade tatsächlich Rittersporn. Könnte ich natürlich wegmachen. Möchte ich aber, glaube ich, gar nicht. Okay. Damit. Oh, die sind so stark. Also das skellige Deck ist extrem gut. Muss man einfach mal sagen. Bam. Ja, okay. So, jetzt ist die Frage, was mache ich? Ich habe halt noch eine Angriffskarte, quasi zwei. Das wird wieder auf den Draw rauslaufen, ne? Warte mal, ich habe gewonnen. Das läuft nicht auf den Draw raus. Ehre. Absolute Ehre, Junge. Dadurch habe ich vier Karten. Also vier Angriffskarten potenziell. Wobei, haha, ich habe nur... Okay. Ich kann das nicht mehr mit Doppelklick rausholen. Warum auch immer. Ja, der ruft erstmal fünf Freunde. Ist natürlich schlecht für uns. Wir baiten ihm, glaube ich, noch eine Karte raus. Gut, wir passen. Schön. Er hat keine Karte mehr. Und gewonnen. Absolute Ehre, Alter. Oh, wieso geht das nicht mit dem Doppelklick? So, zack, gewonnen. Sehr gut.
100 Kronen. Und Olaf. Zeig mal, was du. 45 Minuten Parade. Ja, nur Schmutz. Gut. Ich würde sagen, reicht für diesen Part. Die Zeit. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns eine andere Quest an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.